Die technischen Probleme sind behoben, das Spiel kann also weitergehen. Und diese Woche ist, wie letzte Folge schon angekündigt, ein Gast bei uns. Wer das ist, erfahrt's gleich. Wir starten eine neue Folge, Wer wird Millionär? So, und damit willkommen zu einer neuen Folge Wer wird Millionär. Ich hoffe, dass heute alles läuft. Die technischen Probleme sind behoben, wir haben schon einen Stream überlebt und das Spiel wurde auch schon gespielt. Ja, und heute ist, wie schon eigentlich Mittwoch geplant war, die Faye dabei, eine Bekannte von mir. Hallo. Dass du dir das überhaupt antust, das war schon lustig gewesen. Ja. Eine alte Schachtel, ich bin tralala Jahre alt und hätte mal Bock da drauf. Das war schon geil. Ja, ja. So. Naja, schauen wir mal. Immerhin sind die Audio-Probleme weg. Es ruckelt nicht wie Sau und die Aufnahme läuft perfekt bis jetzt. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, so. Das ist, soweit waren wir beim letzten Mal nicht. Ich muss dazu sagen, es ist eine neue Festplatte. Es ist in den letzten zwei Tagen alles aufgespielt worden und für den Stream wird es auch irgendwann ausreichen wieder. So, aber was das angeht, wir kriegen die Auswahlaufgabe erstmal für alle, die zuschauen. Und zwar ordnen Nicolas Sarkozy, David Cameron, Mario Monti und Barack Obama ihre direkten Amtsvorgänger zu. Silvio Berlusconi, Gordon Brown, George W. Bush und Jacques Chirac. Das ist mal eine Frage. Läuft bei dir eigentlich gerade flüssig? Ja, ist okay. Na dann. So, Zeit ist rum. Also ich glaube, da hätte ich alleine auch schon verkackt. Mal gucken, was das richtige Reihenfolge gewesen wäre. Zu Nicolas Sarkozy gehört der Jacques Chirac, zu David Cameron gehört Gordon Brown, zu Mario Monti gehört Silvio Berlusconi und zu Barack Obama Vorgänger George W. Bush. DB, A und C. 8 haben es gewusst, am schnellsten war der Zweite. Wissen Sie die Zweite? Lustig, dass die auch eine Frau ist. Mhm, Zufall. Das soll Glück bringen, hoffentlich. Schauen wir mal. So. Ah, das kann was werden. Freust du schon drauf? Naja, ein bisschen. Das kriegen wir hoffentlich hin. Ich mache dich gerade noch mal ein paar Prozent leiser. Sind wir lauter hier? So. Okay. Und dann, also Regeln. 3 oder 4 Joker. Wir haben es gestern schon im Stream gesehen. Wissen Sie, für die es gerade sehen, es war Samstag Stream gewesen. Da haben wir das hier mit dem Chat gespielt. Und es lief verdammt gut. Wie willst du es haben? Ich nehme die sichere Variante. Also die Schüsse-Variante. 3 Joker, 2 Stufen. Richtig. Gut. Ja gut, für den Chat hat es auch funktioniert in der ersten Runde. Ja, das stimmt. Mal gucken, ob du es alleine auch so weit schaffst. Wir starten mit der ersten Frage. Wann kommt einem Weihnachten diese Folge das Christuskind auf die Erde nieder? Wenn alles schläft, im tiefsten Winter, alle Jahre wieder oder zur Bescherung? Das ist C, alle Jahre wieder. Richtig. Blamage verhindert schon mal. Ich bin ein Arsch, gell? Nee, das war bei der zweiten Frage. Ja, stimmt. Wer besonders tief schläft, tut dies redenartig wie ein... Traumtänzer, Penela, Murmeltier oder Schlafsack? C, Murmeltier. Jawohl. So, jetzt aber verhindert. 200. Für wen hat der Gesetzgeber im Strafrecht eigens eine besondere Regelung eingeführt? Kronzeuge, Kronprinz, Kronleuchter, Kronkorken. Das ist A, der Kronzeuge. Oder? Sie. Ich höre ein Oder. Oh, was ist da los? Nee, natürlich ist es Kronzeuge. Soll ich es nehmen? Ja. Okay. Schreib mich nicht so an. Entschuldigung.
Ja, der Kronzeuge. Und das ist? Richtig. Ich frag nur nach. Ja, ja. Verunsicher mich nicht. Das ist gemein. Das muss leider bei allen machen. Ich bin Moderator. Für welches Instrument gibt es die Spielanweisung zu vier Händen? Klavier, Klarinette, Harfe oder Oboe? Keine Ahnung. Überlegt, da kann man drauf kommen. Wo machen denn schon mal vier Hände keinen Sinn? Es ist das Klavier, weil da das kann man zu zweit spielen, also mit vier Händen. Soll ich es nehmen? Klavier. Ja? Ja, nimm Klavier, ja. Ohne Joker, ohne alles? Ja, nimm's Klavier. Klavier, das vier Händen. Ja. Mhm. Und? Das ist richtig. Ja. Siehste, ein bisschen gesunder Menschenverstand reicht bei solchen Fragen. Ja, ja. Da muss doch kein Profi sein. So, und jetzt noch die letzte 500 erstmal. Was weist laut Duden mutmaßlich weniger Schäden durch Witterungseinflüsse auf als ein im Freien abgestellter PKW? Parkhausfahrzeug, Garagenwagen, Stellplatzauto oder Carportkarre? Ein Garagenwagen. B. Ja. Ja. B. Garagenwagen. Und jawohl, du hast es geschafft. Ja. So ein richtig schön gefakter Schrei. Ich kann nicht so laut schreien. Meine Nachbarn. Immerhin, wir haben die erste Hürde geschafft. Ja. Und das sogar gut. 1000. Jetzt wird's ernster. Aus welchem Land stammt die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin? Okay, die Frage ist, in welchem Jahr ist die Frage? Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien, Indien. Ich glaube, die Frage ist gefühlt 4 Jahre alt. Irgendwann kenne ich die Frage. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist schon mal gut, dass du es generell nicht weißt. Das macht die Blamage ein bisschen weniger für alle. Du hast ja noch 3 Joker. Tja, aber welchen nehme ich denn da? Publikum. Entweder ihn oder Telefon. Aber stimmt mal, Publikum ist eine gute Wahl. Ja, ich glaube Publikum. Also sowas. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass die eine Ahnung haben. Also. Für alle, die gerade zuschauen, es heißt, ihr dürft die Frage in den Kommentaren beantworten. Aus welchem Land stammt die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin? Die Frage ist auch von wann die Frage ist. Aus A. Iran, B. Afghanistan, C. Saudi-Arabien oder D. Indien. In den Kommentaren ist die Antwort auch gerne gesehen und erwünscht. Und der Rest, der unsichtbar hier zuschaut, stimmt mal ab. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich auch. 82% sagen A, Iran. Das ist mehr als eindeutig. Ja, dann nehmen wir A, Iran. Gut, das Publikum entscheidet so, du entscheidest dich mit denen so. Dann eben Antwort A, Iran. Und die Mehrheit hat recht. Sehr gut. Also das sowas, nee, keine Ahnung, das hätte ich wirklich nicht gewusst. Da würde ich auch nie nachgucken, was das ist, oder wer die kommen. Nee. So, 2000. Die britische Fernsehserie Upstairs Downstairs kennt man hierzulande als das Haus der Krokodile in Montevideo, der Lady Alquist oder Eaton Place. Was denn? Auch keine Ahnung? Nein. Das ist mir tatsächlich mal auf einer Wellenlänge, also so. Ja. Weil ich für Situationen immer mache, dass das Doofe ausschließe und dann raten. Oder Joker direkt nehmen. Mal gucken, bringt ein 50-50 dir jetzt was? Wenn du, hast du überhaupt eine Idee, was das überhaupt sein könnte? Könntest du irgendwie was vielleicht herleiten oder eine Idee? Also ich hätte schon eine Idee, was am logischsten klingen würde. Ja, das Haus am Eaton Place. Okay. Upstairs, downstairs. Die Frage ist mies. Mhm. Das muss man die Serie kennen. Ja, glaube ich auch. Aber kenne ich überhaupt nicht. Dann Telefon oder 50-50. Ich glaube, Telefon bringt in dem Fall mehr. Wahrscheinlich Telefon, ja.
Dann nehmen wir den. Schade, es ärgert mich, dass ich so viele Joker jetzt hergeben muss. Du musst, kannst ja noch eine zweite Runde noch zocken, das ist ja egal. Ich meine, ich lasse keinen mit der ersten Runde hier stehen, um ihn zu blamieren. Das wäre sonst scheiße. Eins, zwei oder drei? Mitte. Goldene Mitte, zwei. Gut. So, na dann, gucken wir mal. So. Er kann zwei Antworten ausschließen. Es kann nur, ach, dass es nur Antwort D oder A sein kann. Und stärkere Tendenz liegt bei D. Das hätte ich auch gesagt. Am Eaton Blazer. Na gut, dann habt ihr ja eine Übereinstimmung. Also das habe ich dir ja auch gesagt, dass ich eher, weiß ich das einfach... Sollen wir zocken? Das musst du dich fragen, das ist ja deine Runde. Nimm D, das wird schon passen. Ich hatte auch D, das war auch meine erste Idee und der Joker hat es ja nur bestätigt. So, also nehmen wir D. Ja. Dann nehmen wir's. Und? Ihr habt recht, beide. Ja, man sollte immer auf sein Gefühl hören. Das ärgert mich bei manchen Fragen auch. Das Schlimmste ist nur, dann hast du diese 50% Sicherheit gerade und dann schwankst du, nimmst du es jetzt oder Joker, nimmst du den Joker und dann stellst du fest, willst du mich verarschen? Das war auch genau das, was ich gesagt habe. Ja. 4000. Den Satz, du hast den zweiten Preis in der Schönheitskonkurrenz gewonnen. Kennt jeder passionierte Spieler von, das kennst du glaube ich auch. Monopoly, Match ärgere dich nicht, Tabu oder Trivial Pursuit? Es ist A, Monopoly. Hey, hey, wir sind wieder drin. Ja, nein. So, 8000. Worin ist Frankreichs Staatsspitze verwickelt? Was? Nivea-Vorfall? Avon-Skandal? L'Oréal-Affäre? Yves Rocher-Eklat? Also ich glaube, ich habe davon schon mal gehört. Ich bin mir aber nicht sicher. So was schwankst du? Also, ich glaube, dass es die L'Oréal-Affäre ist. Okay. Mhm. Nimm mal den 50-50. Okay. Aha. Was wäre die zweite Idee von dir? Die zweite Idee wäre D. Gucken wir mal, ob das stehen bleibt. Okay, C oder B? Dann ist es C, die L'Oréal-Affäre. Hoffe ich. Hoffst du? Du hoffst es. Hoffen ist gut. Richtig ist. Na? Richtig! Die L'Oréal-Affäre. Ah, den Joke hätte ich mir sparen können. Zum zweiten Mal. Ja. Ja. Willkommen in meiner Welt. Ja. Und meinem Studio. Naja, egal. So, 16.000. Das können wir noch hinbekommen. Welche beiden Städte waren vor Washington Hauptstadt der USA? Oh, da können wir wissen. New York und Philadelphia, Boston und Chicago, Dallas und Denver oder Las Vegas und Los Angeles? Das kann man wissen. Das kann man wissen, ja. Aber ich weiß es nicht. Ich habe noch zwei Antworten im Kopf, was es gewesen sein könnte. Ich bin mir nicht sicher, was es war. Also ich glaube auch, dass ich es mal gehört habe. Das ist jetzt schon das dritte Mal glauben. Ich habe jetzt mal einen Joker genommen dafür. Ich glaube, dass das C ist, Dallas and Denver. Okay. Woher weißt du? Bisschen, wo hast du das gehört schon mal? Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach. Das ist auch wie mit dieser L'Oréal-Affäre. Du weißt ja selber, man schnappt was auf und hat es dann irgendwie. Aber es könnte auch Boston und Chicago sein. Die Frage ist, was tun wir? Du hast zweimal einem Gefühl vertraut schon und das hätte sich auszahlen können, aber Joker hat wehgetan natürlich. Die hätte ich sie wirklich gebraucht. Weil jetzt bin ich mir gar nicht so sicher.
Also persönlich schwankt es zwischen C und B. Mhm. Klingt jetzt irgendwo bei. Ob es New York mal war? Ich glaube nicht, weil New York ist halt einfach eine riesengroße Stadt und das, weißt du? Ja. In Philadelphia, da gab es ja mal den Film. Ja, Las Vegas ist klar und Los Angeles. Was tun wir? Ja, es ist wirklich schwierig, weil... €16.000 Frage, auf 500 kannst du zurückfallen, kein Joker ist mehr da. Ja, ich habe keine Ahnung. Also hör ich raus, dass du ein bisschen aufhören willst oder willst du es riskieren? Ich weiß nicht. Also du hast schon drei Worten jetzt genannt. Also D würdest du schon mal ausschließen komplett. D würde ich definitiv ausschließen. New York könnte ich mir eventuell vorstellen, weil es eine große Stadt ist, also wirklich ja riesig, und wegen der Liberty. Also dieser Freiheitsstatue, weil die da steht. Also nur so ein Gedanke. Ich glaube, das Dallas und Denver, das verunsichert mich ein bisschen wegen der Serie Dallas. Das kann auch sehr gut sein. Ja. Also willst du jetzt annehmen oder was? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Also warte, du hast mit C angefangen, dann gehst du auf B rüber, dann hast du A gesagt, hast du jetzt C ausgeschlossen, jetzt ist es bei A und B wieder. Es geht witzig im Kreis mit dir. Mhm. Also jetzt bist du gerade bei A und B stehen geblieben wieder. Also das einzige Argument für A wäre eben wegen der Freiheitsstatue. Haben sie die dann einmal da gebaut, weil New York die Hauptstadt war? Aber ich weiß das wirklich nicht. Also ist nur so ein Gedanke. Ja. Puh. Und von Philadelphia weiß ich gar nichts. Also null. Also mit Amerika habe ich es echt nicht. Also null. Und Dallas in Denver weiß ich nicht, ob mich das verunsichert, eben wegen dieser Fernsehserie, die wo es mal gab. Aber über Philadelphia gab es auch mal einen Film. Also vielleicht ist es auch B. Es liegt bei dir. Ich meine, du kannst A riskieren, wenn du willst. Oder B. Oder auch C. Oder D. Ich glaube, wir riskieren A. Scheiß drauf. Ja, willst du? Ja, ja. Mutig, und mutig. Wenn es nicht stimmt, dann ist die Freiheitsstatue schuld. Dann nehmen wir dir die Fackel weg. Genau. Also riskieren wir A. Ja. Es ist drin. Mhm. So. Ich habe nämlich schon mal nebenbei die Lösung mehr gesucht. Oh, du bist so gemein. Damit es mich ein bisschen spannend machen kann. Okay. Also D hast du schon mal zu Recht ausgelassen, das kann ich schon mal so sagen. Mhm. Dallas und Denver wäre eigentlich eine gute Option gewesen, aber steht nicht dabei. Das hast du Glück gehabt. Okay. Es ist tatsächlich, wie gesagt, A oder B. Mhm. Und 1788 bis 1790 war als erstes New York dabei. Hey, cool! Cool! Das hätte ich. Ja, das Einzige war wirklich nur wegen dieser Freiheitsstatue, weil warum steht sie in irgendeiner beliebigen Stadt? Jetzt kommt ein Ding, der, pass auf. Auf der Flagge sind ja meistens die Streifen drauf und die Sterne. So, ja. Weil New York von den USA mit einem Gründungsstaat war, ist sowohl das als Streifen als auch als Sterne auf der Flagge repräsentativ drauf zu sehen, auch unter anderem. Und 1790 wurde gewechselt für 10 Jahre auf Philadelphia. Aha, okay. Das heißt, sie haben erst für 2 Jahre gesagt New York, dann für 10 Jahre Philadelphia. Danach folgten weitere Städte. Krass. Aber du hast es geschafft soweit.
Ja, ich dachte, es hätte vielleicht was mit dieser. Ist ja wurscht. War ja richtig. Kann man bei Wikipedia schön in der Historie von Washington DC nachlesen. So, 32.000, es kann nichts mehr passieren für dich. Welches der folgenden Wörter ist auf Französisch männlich? Was, wie soll ich das aussprechen? Tentakul? Campanul? Mandibul? Fekul? Fessul? Hast du kein Französisch gehabt in der Schule? Ja, doch 7 Jahre. Merk's, also hat es viel hängen geblieben. Ja, wie soll das heißen? Tentasul, Campanul, Mandibül, Mandibül vielleicht auch noch. Tentakül, Campanül, Mandibül oder Fessül? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Jetzt darfst du blind raten, das kann nicht passieren. Ja, jetzt kann ich zocken. Letzten 5 Fragen sind noch einfach. Nimm D. Ja? Okay. Spontan hast du gesagt, nimm D. Dann Ja, nehmen das wir's. weiß ich jetzt nicht warum. Ist wurscht. Echt Nimm einfach einfach. D. Echt einfach nehmen? Ja, nimm. Okay, D. Ich habe auch absolut keine Ahnung, was das sein Ja. könnte. Ich würde lachen, wenn es richtig ist, aber ich glaube nicht. Na dann lachen wir mal schön. Entweder mit dir oder über dich. Nein. So, die Frage war, welches von den Wörtern ist auf Französisch männlich? Und es ist A, Tentakül. Jetzt muss ich aber Naja. echt, ich euch mal gerade nebenbei, was überhaupt das übersetzt heißt, beziehungsweise was das heißt. Ja. Es ist immer interessant daraus zu wissen. Weißt du, was mache ich gerade mal hier so? Ich mal aus dem Spiel raustappen und mal einfach gerade nachschlagen. Was heißt das da? Ich meine, die Folge ist eh fast am Ende, von daher kann man mal kurz nachschauen. Wenn es mal laden würde, komm. Nimm mal den. So. Tentakül. Ich weiß nicht, von der Aussprache hat mir das Wort irgendwie am ehesten gefallen. Also, es ist wahrscheinlich zwischen A und B tendiert gehabt, irgendwie so. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie klangen die beiden Wörter cool. Tentakül. Warte, schreiben wir noch hinten dran Französisch. Tentakül. Was haben wir denn da? Das Wort für ein Tentakel. Ja klar, es ist auf Deutsch der Tentakel. Deswegen auf Englisch le Tentakül. Also, A war Tentakel auf Deutsch übersetzt. Und klar, es das heißt auf Deutsch ein Tentakel, beziehungsweise nicht die Tentakel ist Mehrzahl, aber der Tentakel Einzahl. Aha. Deswegen, einfach nur stupide übersetzt, der Tentakel auf Englisch le Ja, Tentakül. klar. Jetzt kann ich das gerade komplett falsch betonen, aber ist auch egal, in jedem Ist Fall. wahrscheinlich. Okay, die Anzeige ist falsch, es sind 16.000. Ja. Die Anzeige ist falsch, warum auch immer jetzt. Programmierung Weiß ist ich nicht. toll. Ja, die beste. Es sind jedenfalls 16.000. Gut. Dann würde ich auch damit sagen, dass es das für heute war. Willst du morgen nochmal antreten? Ja, machen wir noch Gut, mal. dann machen wir morgen gleich nochmal weiter und ja, dann machen wir gleich die nächste Aufnahme weiter. Das war's für heute Genau. und viel Spaß bis morgen. Schönen Tag, schönen Abend. Auch für dich und für alle anderen. Tschüss.